was soll's, ich mach doch weiter mit YouTube. Weg damit. Ist egal. Man macht das ganze Jahr aus Spaß. So, und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Heute mal mit einem ungewöhnlichen Video, mit einem Experiment. Und zwar habe ich mir mal dieses Teil hier gegönnt, Rocket Racer. So sieht das Ganze von vorne aus. Hier befindet sich einfach nur ein kleiner Flitzer, der mit einer chemischen Reaktion nachher durch die Wohnung flitzen wird. Alles, was wir dazu brauchen, ist einmal Essig, in jedem Haushalt natürlich zu finden. Einmal Backpulver. Und in diesem Karton war einmal dieser Flitzer hier drin. Hier kommt nachher das Essig rein. Und das ist der Auslöser. Hier kommt ein Hauch Backpulver rein. Durch das Drücken wird dieser kleine Flitzer dann starten. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich natürlich noch nicht. Aber ganz wichtig ist, eine Schutzbrille brauchen wir dafür. Und natürlich ein Schutzhelm. Ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Demnächst werde ich vielleicht auch noch mal ein paar mehr Experimente machen. Aber wir versuchen erstmal dieses auszuprobieren. Genau, dann wollen wir mal die Zutaten kombinieren und starten. So, gut vorbereitet. Jetzt kann es auch schon losgehen. Zunächst einmal werden wir uns ein Päckchen Backpulver schnappen und es vorsichtig aufreißen. Jetzt werden wir dieses Backpulver in die Schussvorrichtung auftragen. So. Das sollte reichen. Jetzt brauchen wir noch einen kleinen Löffel, um das ein bisschen weiter runter zu drücken. Perfekt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir die Rakete oder das Raketenfahrzeug mit Essig befüllen. So. Also vorsichtig öffnen. Ja, boah, riecht nach Essig auf jeden Fall. Ups, der Löffel ist runtergefallen. Egal. So. So, das reicht auch schon. Hier ist so eine kleine Linie. Bis dahin müssen wir das Ganze befüllen. Gleich müssen wir das beides kombinieren. Ups. Aber bevor wir das machen, müssen wir vorher den Raum wechseln. Weil hier ist ein bisschen zu wenig Platz und ich möchte nicht, dass es wie ein Schlachtfeld aussieht. So, übrigens wurde noch so ein kleiner Pinsel mitgeliefert und ein kleines Skalpell. Nur mal am Rande erwähnt. Ja, dann sehen wir uns gleich drüben beim Experiment. So, meine Freunde, da bin ich auch schon wieder. Jetzt müssen wir das beides kombinieren. So, genau. Schön vorsichtig. Bis es klappt. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen schütteln. Ein bisschen abwarten. Durch diese Reaktion entsteht gleich Kohlensäure und ein kleiner Druck. Ja, man kann schon ein bisschen was erkennen. Es fängt schon an zu schäumen. So, packen wir das Ganze mal auf den Fußboden. Kommt mal mit, würde ich mal sagen. Hat also funktioniert. Ich bin begeistert. Versuchen wir das Ganze gleich nochmal. Am besten sollte man das draußen machen. Sonst gibt das eine schöne Schweinerei und die ganze Wohnung riecht nach Essig. Egal.
jetzt werde ich das Ganze mal mit Cola ausprobieren. Mal gucken, wie das so funktioniert. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Was man alles aus ein paar Haushaltsutensilien zusammenschustern kann, ist schon echt enorm. Ja, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde demnächst noch mal ein paar andere Experimente versuchen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und nicht zu abonnieren. Und zu abonnieren natürlich. In diesem Sinne, euer Tiny Tommy. Also dieser Schutzhelm war total überflüssig. Aber naja.